Ich muss ehrlich gesagt sagen, wer auch immer dieses Bild von mir gemacht hat, das ist einfach unvorteilhaft. Aber ja, man sieht, ich hatte definitiv zu viel auf der Hüfte. Ist das jetzt scharf oder ne? Oh, scheiße, ich brauche noch mein Handy. Och, ne. So, ready? Na, ich stell lieber noch einmal scharf. Man weiß bei diesem Teil echt nie. Ich habe ja vor einer Woche, ist es jetzt eine Woche her? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon, habe ich ja mein erstes Video hochgeladen und es kam richtig gut bei euch an. Natürlich war noch, wie nennt man es, Daumen nach unten da. Aber das ist natürlich klar, wenn man mit YouTube anfängt, dass man nicht jedem gefallen kann. Und deshalb sehe ich das erstmal ganz entspannt. Auf jeden Fall habt ihr euch weitere Videos gewünscht und habt gesagt, dass ihr das cool fandet. Und deshalb habe ich mich jetzt einfach wieder hingesetzt und drehe ein weiteres Video für euch. Dieses Video wird ein bisschen ernster. Natürlich war die Storytime auch was ernster und nach der Challenge mit Maren wollte ich vielleicht wieder mal was anderes drehen. Für die, die meine Freunde sind oder die mich länger kennen und mich vielleicht schon länger verfolgen, denen müsste auch gefallen sein, dass ich mich eventuell in den letzten Jahren ein bisschen verändert habe. Und ich habe gerade einen Stream gemacht und einfach mal gefragt, was ihr denn so gerne für Videos sehen wollt. Und da hat eine Zuschauerin geschrieben, dass sie es ganz interessant fände, wenn ich euch einfach mal erzähle, wie ich abgenommen habe. Und das ist ein relativ wichtiges Thema für mich und auch ein ernstes Thema, womit ich sehr viele Höhen und Tiefen verbinde. Und deshalb dachte ich vielleicht, dass ich euch das einfach mal sage, wie ich das gemacht habe. Ich bin weder der perfekte Sportler, noch der perfekte Abnehmtyp, noch weiß ich wirklich, wie man das macht oder sonst was. Ich kann euch nur sagen, wie ich es gemacht habe. Und ihr werdet auch schnell merken, dass ich sehr viel falsch gemacht habe und dass der Weg des Abnehmens bei mir definitiv nicht perfekt war. Ich möchte euch jetzt aber kurz darauf aufmerksam machen, dass ihr unter diesem Video so viele Fragen stellen könnt, wie ihr nur wollt. Das können sehr peinliche Fragen sein, das können perverse Fragen sein, das können traurige Fragen sein, das können verrückte Fragen sein. Stellt mir einfach die Frage, die ihr schon immer von mir beantwortet haben wolltet, in die Kommentare und ja, das können so viele Fragen sein, wie ihr wollt. Spammt mal ein bisschen in den Kommentaren. Und damit ich auch wirklich nicht zu viel rede in diesem Video, fange ich einfach mal an. Ich war früher dick. Dick ist natürlich immer eine Sache, wie man das definiert. Aber ich war zumindest mit meinem Körpergewicht überhaupt nicht zufrieden. Im Alter von 13 oder 14 habe ich 88 Kilo gewogen. Bei einer Körpergröße von 1,60. Ich weiß nicht ganz genau, wie groß ich war. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man unbedingt da fett ist. Aber ich muss sagen, das war für mich viel zu viel. Ich werde euch auch Bilder einblenden und zeigen, was wie war und damit ihr einfach genau wisst, wie ich mich da gefühlt habe. Es kann sein, dass ich mich in diesem Video öfter verspreche, aber das Thema geht mir halt ein bisschen näher. Und ja, ich habe gemerkt, dass ich dicker war als alle anderen. Zum einen habe ich das in der Schule gemerkt, ob es beim Sportunterricht war. Da wurde man zum Beispiel hochgehoben bei irgendeinem Spiel. Ich war immer derjenige, ich wollte nicht hochgehoben werden, weil ich wusste, ich wiege viel. Aber die anderen wollten mich eben auch nicht hochheben, weil sie wussten, ich wiege viel. Und das hat mich einfach verletzt. Dann kam es auch noch so, dass teilweise man einfach so diese Blicke von Leuten gemerkt hat, wenn man sich ein Eis geholt hat oder weiß ich nicht, irgendwas Ungesundes. Dann haben einen die Leute schon so angeguckt, so von wegen, du isst das jetzt? Du weißt aber schon, dass du das besser nicht essen solltest. Also generell diese kritischen Blicke von Leuten. Es haben auch tatsächlich Leute ab und zu mich verbal angegriffen und dann weiß ich nicht, fettes Kind geschrien oder sonst was. Natürlich sollte man sich das nicht zu Herzen nehmen, aber ich glaube, als 13-jähriger Junge ist das vielleicht noch was anderes und man nimmt das da anders wahr. Ich dachte einfach, ich erzähle euch das Ganze mit Bildern. Ich habe nämlich jetzt einen Ordner gemacht mit Bildern und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hier seht ihr, wie ich ungefähr im Alter von 13 Jahren aussah, beziehungsweise 14. Ich bin jetzt 17, also es ist vor 3-4 Jahren gewesen. Ich hatte keine Augenbrauen, ich hatte definitiv hellere Haare und eben noch ein bisschen Babyspeck bzw. pummeligeres Gesicht. Ich habe aber zugenommen und ich kann euch nicht sagen, warum. Ich habe für mein Alter sehr viel Sport gemacht und habe auch nicht wirklich viel gegessen, also eigentlich normal. Ich habe nicht mehr gegessen, als ich heutzutage esse. Und dann kam es so weit, dass ich bei Urlaubsbildern teilweise so aussah.
Und wenn ich mir die Bilder heutzutage angucke, da, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob ich mich wirklich dafür schäme, aber ich verstehe wirklich nicht, wie es so weit kommen konnte, dass ich wirklich so aussehe, weil ich bin damit unzufrieden gewesen, aber ich hatte einfach nie diese Kraft, was zu ändern. Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte natürlich dünner sein und ich habe mir auch immer gesagt, okay, du machst ab heute eine Diät, was total Quatsch ist. Aber ich habe es einfach nicht durchgezogen. Ich habe es nicht durchgezogen. Ich weiß auch nicht warum. Natürlich ist es ein bisschen Babyspeck und alles, aber Babyspeck mit 13? Gibt's sowas? Ein Jahr später, das seht ihr jetzt hier, da war ich meiner Meinung nach schon gar nicht mehr so dick. Denkt dran, dick. Dick ist jetzt, das ist meine Definition davon, okay? Es war aber dann so, dass ich in diesem Urlaub Freunde kennengelernt habe, die sehr durchtrainiert waren und, keine Ahnung, die sehr muskulös waren. Und generell habe ich einfach wieder in diesem Urlaub gemerkt, dass ich auf Bildern scheiße aussehe, dass ich zu dick bin, dass ich mir vor allen Dingen selber nicht gefalle. Und das ist der Punkt, wenn ihr euch selber nicht mehr gefallt, dann müsst ihr was ändern. Und dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Ich habe mich tatsächlich im Alter von 15 oder 14 dann in diesem Fitnessstudio angemeldet im Urlaub und dann auch schon ganz fleißig mein erstes Bild after Sport gepostet. Das seht ihr hier. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich da übelst fancy gefühlt. So, ich war das erste Mal beim Sport. Und ich habe in diesem Urlaub tatsächlich, ich glaube, 7 oder sogar 8 Kilo abgenommen. Ich war fast jeden Tag im Fitnessstudio. Nachdem ich dann aus dem Urlaub wieder zurück war und zu Hause war, war ich dann aber voll in diesem Sportwahn und diesem Abnehmwahn. Ich habe einfach gemerkt, so, okay, wenn ich Sport mache und mich bewege, wenn ich bewusst auf meine Ernährung achte, was ich im Urlaub auch getan habe. Ich meine, wir hatten All-Inclusive, Pudding wie sonst was, aber nein, ich bin zum Salat gegangen. Ich habe einfach gemerkt, okay, das mache ich mit Erfolg. Und deshalb habe ich auch nach dem Urlaub damit weitergemacht. Da ich eben zu viel auf den Rippen hatte, war das immer bei mir so, Joggen war erstmal schlecht, weil ich davon wirklich Knieschmerzen hatte, weil ich eben Übergewicht hatte. Und deshalb habe ich einfach angefangen, ganz langsam und entspannt durch den Wald zu gehen. Das hört sich mega dumm an, aber dieses Gehen war für meine Gelenke einfach besser. Das Ding ist aber, ich habe es übertrieben. Und das ist das, was ihr bitte, bitte nicht machen dürft. Ich habe mir ab einem gewissen Punkt eingeredet, dass ich wirklich, wirklich noch dick wäre. Ich zeige euch jetzt mal ein Bild, das habe ich danach einer Freundin gesendet und habe ihr gesagt, dass ich da noch zu dick bin. Und wenn ihr das mal mit dem anderen Bild vom Anfang vergleicht, werdet ihr sehen, dass ich das definitiv nicht war. Und zwar dieses Bild. Meine Hände sind knochig, ich habe dünne Arme, ich habe kaum noch Wangen, die sind eingefallen, die Wangen, aber ich sehe noch nicht so ungesund aus. Ich sehe halt wirklich schlank aus. Das Ding ist, ich habe damit aber immer weitergemacht und sah dann letztendlich so aus. Also wirklich dünn. Ich hatte kaum noch eine Taille, das war weg. Mit das größte Problem war, dass ich nicht nur mein Fett abgebaut hat, sondern auch meine Muskeln, weil ich einfach nicht mehr so viele Nährstoffe zu mir genommen habe. Und ich habe wirklich zu wenig gegessen. Und das ist auch das, was ihr niemals machen solltet. Esst nicht zu wenig, sondern esst, verändert euer Essverhalten nicht. Ihr müsst so ein, wie soll ich sagen, so eine Balance finden. Wie gesagt, das hört sich jetzt alles so blöd an, weil ich das nicht professionell mache, aber Fakt ist, ich habe einfach zu wenig gegessen. Ich habe teilweise vielleicht, das hört sich krass an, aber 2 Brote am Tag gegessen, weil ich mich einfach so dick gefühlt habe. Und ich glaube, mit das größte Problem hatte ich einfach mit mir selber. Weil meine Freunde standen immer hinter mir, die haben auch nie was zu meinem Gewicht gesagt oder so. Natürlich, Außenstehende haben mal gesagt, boah, Dickerchen und so. Aber auch so ein Dickerchen, das hat einfach verletzt. Nur meiner Meinung nach wurde dann aus diesem Schlanken ein wirklich abgemagerter Tim. Also ihr seht das hier nochmal. Das war wirklich jetzt im Nachhinein, ich verstehe nicht, warum ich da immer weiter mitgemacht habe. Ich war, glaube ich, jeden Tag joggen. Ich war alle 2 Tage im Fitnessstudio und habe so gut wie nichts gegessen. Nichts, wirklich. Ich habe so gut wie nichts gegessen. Vielleicht ein Joghurt, vielleicht 2 Brote, aber das war's. Ihr glaubt ja nicht, dass ich mir mal irgendwie ein fettes Mittagessen gegönnt habe. Nein, habe ich nicht. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich war müde. Ich war dauernd abgefuckt von allem. Ich war sauer. Ich war
aggressiver, ich war genervter und ich sah einfach fertig aus. Ihr seht das auch an diesen Augenringen. Also habe ich angefangen, wieder mehr zu essen. Ich habe auch ungesund gegessen. Ich habe aufgehört, mich irgendwie zu verstellen und immer nur darauf zu achten, was ich esse. Aber ich habe ausgewogen Sport gemacht und das alles nicht mal so ernst gesehen. Mein Ziel war es einfach nicht mehr abzunehmen, sondern mein Ziel war es, gesund auszusehen. Und nach, seht ihr das jetzt zum Beispiel auf dem Bild oder auf dem, dass es wirklich geklappt hat. Also ich habe mit der Zeit angefangen, Muskeln aufzubauen und sehe jetzt meiner Meinung nach einfach wieder gesund aus. Wenn ihr mal Bock habt irgendwie auf eine Pizza oder auf einen Burger, mein Gott, dann holt euch einen Burger. Das Leben ist viel zu kurz, um sich nur von einer Karotte zu ernähren. Wisst ihr, was ich meine? Also ihr müsst einfach, ich weiß nicht so, ihr müsst einfach so ein Gleichgewicht finden zwischen, wie soll ich sagen, zwischen Kontrolle und gleichzeitig aber auch Genuss, weil Genuss gehört immer dazu, ansonsten geht gar nichts. Ich brauche meine Schokolade, ich brauche meinen Burger, ich brauche meine Pizza, aber ich brauche auch gleichzeitig was Gesundes, weil zu viel ungesund schadet euch einfach. Das merkt ihr daran, dass ihr Pickel kriegt, das merkt ihr daran, keine Ahnung, dass ihr eben unsportlicher werdet, dass ihr, okay, unsportlich, aber dass ihr eben zunehmt. Keine Ahnung, ich finde, wenn ich zu viel ungesund esse, fühle ich mich einfach eklig. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich fühle mich eklig. Das war jetzt auch schon mein Video. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie ein bisschen helfen. Ich weiß natürlich, dass ich hier keine große Ahnung habe und es sollte auch mehr ein Video sein, wo ich euch quasi meine Veränderung gezeigt habe und euch gesagt habe, was ich gemacht habe. Ich weiß, dass ich sehr, sehr viel falsch gemacht habe, aber ich hoffe, dass ich trotz meiner Nicht-Ahnung vielleicht ein bisschen Positives übermitteln konnte und euch vielleicht ein bisschen Mut gemacht habe. Und ich wollte einfach mal an dieser Stelle sagen, weil ich ja noch so neu auf YouTube bin, ihr seid immer bei mir bekommen, egal ob ihr schwul, ob ihr lesbisch, ob ihr schwarz oder weiß, ob ihr dick oder dünn, groß oder klein, ist mir voll egal. Ihr seid hier willkommen auf meinem Kanal. Ihr sollt euch wohlfühlen auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass ihr in den Kommentaren auch nett zueinander seid. Ich meine, ich lese die Kommentare auch häufig durch. Hier könnt ihr mich abonnieren, würde ich einfach mal sagen. Und hier kommt ihr zur Challenge mit Maren. Die ist mega lustig und schmerzhaft geworden. Und ich hoffe einfach, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr weitere Videoideen habt, schreibt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und vergesst nicht, mir auch die Frage in die Kommentare zu schreiben für das Fragen- und Antworten-Video. Ja, und dann würde ich jetzt auch mal sagen, macht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, hab ich lieb.